Freunde der gesunden Performance, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Und heute geht es um das Thema Schuhe, genauer genommen um Barfußschuhe. Und direkt vorneweg, das ist kein bezahltes Video, ist keine Ad hier, ist einfach nur eine kleine Auswahl der Schuhe, die ich privat gekauft habe, die ich auch so trage. Es gibt da in Deutschland eh nur eine Handvoll Hersteller, das könnt ihr euch gerne in Ruhe mal angucken. Wir werden euch da keinen Hersteller empfehlen. Es geht uns viel mehr um das allgemeine Thema, weil wir haben ja vor 2 Wochen schon mal ein Video gemacht zum Thema Einlagen, was sehr, sehr gut ankam, wo es aber auch sehr viele Rückfragen nochmal an uns gab, unter anderem zum Thema Barfußschuhe, wenn wir das da eben angesprochen haben. Und deshalb dachten wir uns, wir machen nochmal ein separates Video dazu. Weil wenn du jetzt Probleme hast mit deiner Fußmuskulatur, dein Fußgewölbe kollabiert, dein großer Zeh steht zu weit innen, du hast da irgendeine Schwäche und du machst jetzt die Dinge, die wir in dem Video vor 2 Wochen, das verlinken wir euch auch mal nochmal hier, besprochen haben, dann ist es natürlich immer nur eine kurze Momentaufnahme. Ja, du machst die Übungen, das dauert vielleicht 5 Minuten und wenn du dann danach den ganzen Tag über wieder irgendwie deine engen Schuhe anziehst oder als Frau, du trägst den ganzen Tag hohe Schuhe, dann ist diese kurze Zeit, wo du die Übung machst, einfach ein Tropfen auf den heißen Stein. Also das wird dir nicht großartig was bringen. Also du musst versuchen, natürlich auch den Fuß im Alltag möglichst natürlich zu belasten. Bedeutet, ich würde dir, wenn du zu Hause bist und wann immer du die Möglichkeit hast, dann sowieso empfehlen, keine Schuhe zu tragen. Wir sind Menschen, wir sind im Grunde genommen eigentlich darauf ausgerichtet, barfuß auch draußen unterwegs zu sein. Ja, ich würde auch jetzt nicht unbedingt im Winter, aber euch im Sommer auch vielleicht mal empfehlen, einfach barfuß eine kleine Runde spazieren zu gehen, verschiedene Untergründe, mal über Wiese, mal über Steine zu gehen, dass man sich so ein bisschen wieder dran gewöhnt. Jetzt hat man im Winter natürlich die Möglichkeit eher nicht. Von daher sind Barfußschuhe da echt ja, eine super Sache. Sie haben viele Vorteile. Ja? Vorteil Nummer 1. Den erkennt man schon, wenn man jetzt von oben drauf guckt, ist, dass der Barfußschuh hier vorne deutlich breiter ist als ein normaler Schuh. Und wenn man jetzt von oben auf einen Fuß guckt, dann sieht man im Endeffekt, dass es ja die deutlich ergonomischere Form ist. Ja, also der Fuß ist hinten schmal, vorne breit. Ja, genauso habe ich eigentlich einen vernünftigen Schuh, der auch hinten schmal und vorne breit ist. Ja, irgendwie aus mir unerklärlichen Gründen hat die Industrie, keine Ahnung, vor hunderten von Jahren entschieden, dass die Schuhe vorne enger werden. Damit werden die Zehen eingequetscht und das Fußgewölbe kann sich gar nicht mehr so richtig stabilisieren. Der große Zeh, wisst ihr, ist eigentlich unsere Pronationsstütze, also er verhindert, dass der Fuß nach innen kollabiert. Wenn er aber durch einen zu engen Schuh permanent nach innen gequetscht wird, dann kann er das gar nicht machen. Ja, also das ist schon mal Thema Nummer 1. Thema Nummer 2 an Barfußschuhen ist eine komplett flache Sohle. Ja, wir haben häufig Schuhe, die haben hinten eine höhere Sohle als vorne. Ja, das haben wir natürlich bei Frauen, insbesondere bei schickeren Schuhen. Das haben wir aber auch in einem ganz normalen Sportschuh. Was ja im Endeffekt dazu führt, dass dein Körper permanent statt in einer aufrechten Position, ja, die Fersen ein bisschen erhöht hat. Also er denkt, dein vestibuläres System denkt, dass du permanent so ein bisschen nach vorne gekippt bist. Was dazu führt, dass die hintere Kette deutlich stärker aktiv ist, weil sie ja quasi verhindert, dass du so ein bisschen nach vorne kippst. Okay, das passiert natürlich nicht, aber die hintere Kette ist dennoch mehr aktiv. Wenn man sich dann wundert, okay, ich mache immer meinen Mobilisationskram, aber irgendwie werde ich nicht mobiler, dann kann das natürlich auch dran hängen, dass du eben permanent Schuhe anhast, die hinten einen höheren Absatz haben. Ja, also das ist so Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 3 ist der, dass der Schuh insgesamt keinerlei Stabilität gibt. Ja, also der Fuß muss sich selber stabilisieren. Das ist ja genau das, was er lernen soll, was er häufig eben nicht kann. Ja, was dann, wie du ja weißt, durch Einlagen behoben wird, aber es ist einfach nur eine Symptombekämpfung. Ja? Also der Fuß muss lernen, sich selber zu stabilisieren, was er in einem engen Schuh nicht kann. Ja? Und hier wird er regelrecht dazu aufgefordert, weil der Schuh ihm eben keine Stabilität gibt. Ja? Und der letzte, auch noch sehr wichtige Punkt ist der, dass an unserer Fußsohle sehr viele Rezeptoren sitzen, ja, die unsere Umwelt wahrnehmen. Ja, sie nehmen Temperatur wahr, sie nehmen Untergrund wahr. Und auch das können sie in einem klassischen Schuh einfach nicht mehr, was unterschiedlichste Auswirkungen auf den ganzen Körper haben kann. Und auch das ist in einem Barfußschuh dann wieder gegeben. Also die Sohle ist wirklich sehr schmal
Und das führt dann dazu, dass der Fuß den Untergrund einfach besser wahrnimmt. Also ihr werdet euch am Anfang wundern, dass ihr, wenn ihr über Steine geht, über Schotterwege oder so, dass ihr jeden einzelnen Stein so ein bisschen spürt. Keine Panik, mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Das ist tatsächlich aus gesundheitlicher Sicht sehr, sehr wichtig. Wie ich finde, sind die Schuhe auch in der Zwischenzeit ganz ansehnlich geworden. Also wenn ich die anhabe und jemand weiß es nicht unbedingt, dann fällt ihm gar nicht so unbedingt auf, dass es Barfußschuhe sind. Das war vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders. Es gibt auch mittlerweile wirklich viele verschiedene Modelle, gerade für den Sommer wirklich so Slip-Ons. Es gibt auch immer mehr ein bisschen schickere Schuhe, die man tatsächlich auch im Business-Outfit tragen kann. Also ich finde, in der Zwischenzeit sind die Schuhe dann doch ganz ansehnlich geworden. Was ich euch nicht empfehlen würde, wären Schuhe, die einzelne Zehentaschen haben, ja, weil wir dann häufig wieder ein gleiches Problem haben. Jeder Zeh hat seine eigene Tasche und insbesondere der kleine ist oft nicht mehr so aktiv. Und wenn er jetzt in so einer Tasche drin steckt, dann führt das in der Regel nicht dazu, dass er aktiver ist, sondern er ist quasi wie in so einer kleinen Schiene gestützt. Ja, und hier in so einem Schuh ist er etwas stabiler. Also das würde ich euch eher nicht empfehlen. Aber wie gesagt, es gibt viele Hersteller, die das in der Form in unterschiedlichsten Ausführungen anbieten und damit seid ihr echt gut unterwegs. Ist es auch so, dass die Schuhe echt sehr langlebig sind. Also ja, man hat am Anfang, oder ich hatte am Anfang häufig Bedenken, ja, dass die Sohle dann schnell kaputt ist, weil sie eben so dünn ist. Ich hatte die gute anderthalb Jahre, da ist einfach gar nichts passiert. Also das ist auf gar keinen Fall ein Problem. Und wie gesagt, es führt einfach dazu, dass der Fuß den ganzen Tag über sich mehr stabilisieren muss. Ähnlich wie bei den Einlagen, ich würde nicht direkt umsteigen, wenn ihr das einfach von heute auf morgen komplett ändert. Ihr stellt alles auf Barfußschuhe, werdet ihr wahrscheinlich mehr Probleme bekommen als vorher. Ihr müsst es Step für Step machen. Kauft euch mal ein Paar, geht damit einmal am Tag 10 Minuten, Viertelstunde spazieren und gewöhnt euch langsam dran. Es ist durchaus möglich, dass ihr Muskelkater in die Fußmuskulatur bekommt. Das ist keine Seltenheit. Deshalb muss man es einfach wie im klassischen Training auch Schritt für Schritt dann weiter steigern. Wenn ihr währenddessen schon merkt, okay, es wird schmerzhaft, dann ist es einfach noch zu viel Belastung gewesen. Dann auch hier wieder leichte Regression, die Zeit ein bisschen reduzieren. Einfach die Schuhe weniger tragen und dann ist es ein Prozess, genau wie bei dem Aufbau der Fußmuskulatur, der mit Sicherheit ein Jahr ungefähr dauert, bin ich ganz ehrlich zu euch, aber ich finde, es lohnt sich, weil es sich auf den ganzen Körper auswirkt, ihr seid mobiler, ihr seid schmerzfreier und das ist ja im Endeffekt das, worum es dann doch geht. Und ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Lass uns gerne mal deine Erfahrung mit Barfußschuhen in den Kommentaren da. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und Mittwoch gibt es wie immer ein neues Kerntutorial.